Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Play, der Aufstieg Gräfenstanz. Ja, und schon melden sich wieder alle Tiere, das ist doch fein. In der vergangenen Folge haben wir wieder einen Raum eingerichtet und wir haben uns um die ersten Bäume hier gekümmert. Ja, was ich offscreen gemacht habe, das wollt ihr nicht wissen. Ich habe ein paar Leute umgebracht. Also aktiv nicht, eher inaktiv. Ich wollte die einfach mal ein bisschen in der Erde versenken, damit sie mir nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Ja, das hat hin und wieder auch geklappt, aber eben nicht bei allen so ordentlich. Also teilweise haben die sich gegenseitig über den Haufen geballert. Das war ein bisschen ärgerlich. Hier sind nicht mehr ausgebüxt. Beziehungsweise sind jetzt sogar zwei. Lustig war es aber auch, dass während ich dann hier beschäftigt war, hier wieder ein neuer Druck gespawnt ist. Genau hier ist ein neuer Druck gespawnt. Das war sehr lustig, allerdings konnte ich den letztendlich auch nicht einfangen, weil ich da dann keine Boot dabei hatte. Also ich war mit leider ein paar weniger Leute, aber naja. Ja, es ist halt wie es ist. Es tut mir leid. Aber es sollte trotzdem weitergehen. Und zwar mit, ja, ist natürlich die Frage, machen wir jetzt mit dem Dach weiter, mit den Bäumen weiter? Letztendlich muss ja beides weitergemacht werden. Und das sind auch noch so viele Bäume, ne? Ich meine, habt ihr mal die Menge an Bäumen gesehen, die noch fehlen? Da sind noch ein paar. Ja, und mit dem anderen Feld wollte ich eigentlich erst anfangen, wenn die Bäume stehen. Also zumindest, wenn diese Reihe Bäume steht. Die hier muss dafür noch nicht unbedingt stehen, aber diese hier auf jeden Fall. Ja, Ja, sollten wir uns vielleicht jetzt erstmal um ein paar Bäume kümmern, genau, damit es endlich mal fertig wird. Und ich meine, fertig sind die Bäume ja sowieso noch nicht. Das ist ja bisher bloß das Holzgerüst von dem Zeug. Also aktuell sind die Bäume ja sogar noch tot. Das ist jetzt auch nicht so geil, aber naja. Lässt sich manchmal nicht vermeiden. Wir brauchen den Kram und wir brauchen den Kram. Und den hier auch noch. Und den. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr davon. Und den. Und die hier. Mo. Mo. Genau, die Knöpfe kommen ja definitiv erst, wenn wir die Laub drauf haben. Ja, und damit wir heute nicht nur Bäume machen, wird es wahrscheinlich dann am Ende auch noch mal ein bisschen Dach geben. Wir haben da, was Dach betrifft, auch wieder ein bisschen Schittero. Muss natürlich noch umgewandelt werden in Strohballen, aber das kriegen wir auch schon hin. Aber nicht jetzt. Genau, jetzt kriegen wir es nicht hin. Moment, ich will noch mehr Trappen basteln. Soll helfen, habe ich mir sagen lassen. Na komm, rein da. So, Treppen, genau. So. Bevor jetzt irgendjemand die Frage stellt, ob es ihm besser geht, nein. Mir geht's anders. Sagen wir es so. Mir geht's jetzt weder besser noch schlechter. Es hat sich jetzt nicht so viel geändert zum letzten Mal. Mein Kopf ist jetzt auch nicht sonderlich freier geworden seitdem. Upsala. Aber ich bin gerade letztendlich dabei, ein paar Dinge zu ändern. Das muss jetzt nur noch anlaufen. Deswegen sage ich also, mir geht es jetzt aktuell weder besser noch schlechter. Falls sich irgendjemand interessiert hat. Wenn nicht, dann vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. So, ich würde mal sagen, wir gehen da rüber. Und dann gehen wir nochmal einen hoch und dann gehen wir nochmal einen hier rüber. So. Und dann wieder einen hoch. Na komm, hoch. Ja, und vielleicht noch einen hoch. Ja. Also ich will hier irgendwo auf jeden Fall immer noch so einen richtig schrägen Baum klatschen. Also die Frage, ob wir den auf diese Seite setzen, der dann darüber geht, oder auf diese Seite, der dann darüber geht. Ja. Das ist wirklich die Frage. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, das ist jetzt wieder einer von den höheren Bäumen. Das ist, ja, genau. Punkt. Dann machen wir die mal richtig hoch. So, und vielleicht da nochmal einen dran und da. So, und können wir da vielleicht mal einen Ast raushängen? Also manchmal würde ich auch da unten ganz. Ah, genau.
So, was ich das ganz gerne machen. So, einen kleinen Ast haben wir jetzt hier oben. Dann können wir hier wieder so ein richtig schönes, dickes Ding ran pflanzen. Ja, vielleicht. Also, das heißt temporär und temporär, das gefällt dem Viking sehr. Okay, Moment, dieser hier ist auch Tempo. Zack, weg damit. Schankedön. Da können wir auch wieder eine wunderbare Schabitze draufsetzen. Okay. Ja, dann braucht dieser natürlich noch einen richtig schönen dicken Ast. Ich würde sagen, den klatschen wir dahin. Oh, ein bisschen weiter unten, aber das geht eigentlich schon. Jojo. So. Mach den mal weg, genauso wie den hier. Dann will ich, glaube ich, daran pflanzen. Ah, komm, ich würde da ganz gerne an der Seite auch noch einen haben. Das ist gemein. Hopp. Jaha. So, doch ein Schuh draus. So, und ich glaube, ich hätte auf dieser Seite auch noch ganz gerne einen Ast. Also ganz astfrei sollte die Angelegenheit hier nicht werden. So, wo habe ich jetzt? Da oben sind die. Dankeschön. Ja, dann geht's mal wieder hoch da. Trottel. So. Ja, ich kann hier letztendlich auch nicht hochhüpfen wegen dem anderen Gedöns. Hier ist ein bisschen schade. So, jetzt aber. Hehe. Ja, tatsächlich würde ich es auch schon fast sagen, wir lassen das so, wie es ist. Dann würde ich jetzt den hier wegnehmen. Und dann hier so ein kleines Astgebilde ran. Flatschen. So, auch wenn das auch wieder sehr tief hängt. Eigentlich ist das auch schon sehr tief, ne? Ah. Es könnte sein, dass wir hier und da dann so ein ganz kleines bisschen mit der Birne in dem Laub rumhängen. Hier geht das vielleicht teilweise noch. Hier wird es auch wieder ein bisschen schwierig. Ja, wir werden es sehen. Ja, ich würde sagen, der Baum so an sich ist das eigentlich auch soweit okay. Auch wenn die teilweise echt sehr krüppelig aussehen, ne, wenn man sich die Dinger so anguckt. Aber hey, es ist ja nur das Grundgerüst aus Holz, ja? Wenn da erstmal das Laub dran ist, dann wirkt das sowieso alles wieder ganz anders. So, wir brauchen wieder ein paar Trappen. Dankeschön. Dann kann der mal weg. Ja, ich will jetzt zumindest noch... Nee, wobei, wir gehen erstmal eine Runde schlafen. Einmal hopp in die Haie. Nein, aber ich habe... ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe die letztendlich versenkt, damit ich hier besser bauen kann. Weil die Zuhörer jetzt natürlich nicht auf mich schießen, wegen der, ja, wegen der ganzen Blockade. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann natürlich schon. Ups. Aber die treffen mich halt auch einfach nicht, das ist wunderbar. Und, ja, so eine Stelle gibt es letztendlich bei jedem der Löcher. Teilweise trifft mich dann bloß einer nicht, aber der andere schon. Oder nur der eine schießt und der andere gar nicht erst. Aber so ist dann natürlich auch noch wieder ein bisschen sparender, was den Schild betrifft, wenn ich die Leute dann letztendlich ihre Armbrust kaputt hauen lassen möchte. Ich habe das auf den so ein bisschen angefangen wieder zu machen, aber das braucht halt aber viel zu lange. Und das sind jetzt keine verzauberten Armbrüste. Ach, da fällt mir gerade ein, den da hinten, den habe ich noch gar nicht versenkt. Der müsste dann noch irgendwo rumstehen. Ja, da hinten ist er. Ne, es dauert einfach ziemlich lange und die Zeit hatte ich jetzt aktuell noch nicht dafür gehabt. Kommt vielleicht noch, dass ich irgendwann mal die Zeit dafür habe. Vielleicht auch nicht, das wird sich einfach zeigen. Aber, hey, upsala. Selbst wenn nicht, ist das noch nicht so wichtig. Irgendwann mache ich das schon. Und jetzt aktuell stören sie ja nicht. Und selbst wenn ich das nächste Gebäude baue, werden sie auch nicht stören. Das nächste Gebäude wird übrigens der Hofladen. Den würde ich dann auch mal ganz gerne da vorne mit hinstellen. Wobei das dann so ein L-Gebäude wird. Und dann kriegt das da vielleicht noch so einen kleinen Stand mit dran von außen. Ja, mal gucken. Aber das ist definitiv noch Zukunftsmusik. Das ist jetzt noch nichts für jetzt. Und auch noch nichts für die unmittelbare Zukunft, weil wir ja erstmal noch ein bisschen hier zu tun haben. Mit den Bäumchen.
Bei den singenden, klingenden Bäumchen, genau. Ah, nein, da wollte ich doch eigentlich... Nein, da wollte ich den hier hinsetzen. Das wäre wieder richtig schlau. Also hoch. Mach den mal weg, der ist eklig, der... Ernsthaft jetzt? So, komm, weg damit. So. Und dann sollte... Na... Ja... Na... Lieber da anders hin, genau. Oh, ist gleich so. Ja, man muss teilweise aufpassen, dass der Baum keine Doppelspitze kriegt. Letztendlich ist das jetzt auch schon eine Doppelspitze. Na, okay. Dann ist es halt so. Mimimi. So, okay. Ast 1 immer dran. Ist dran. Ja, ihr seht ja, das sind eigentlich ganz einfache Bäumchen hier nach wie vor. Die müssen jetzt nicht, was weiß ich nicht, wie aufwendig werden. Das ist eine Allee und das sind so kleinere Bäume hier und Punkt und Komma und Strich. Ja. Hier für die Allee hatte ich jetzt sowieso nicht geplant, dass das die größten, wunderschönsten Bäume werden. Ich meine, schön werden sie trotzdem. Aber eben nicht die größten. Müssen ja, wie gesagt, auch nicht. Einen größeren Baum werden wir vielleicht nochmal auf dem Bauernhof selbst kriegen. Das steht zwar noch nicht fest, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wir da nochmal wieder so einen richtig schönen, dicken, fetten Baum hinklatschen können, wie in der Festung vielleicht auch schon. So Freiersbaum-mäßig, ihr wisst schon. Ich meine, Platz werden wir dafür auf jeden Fall finden, gar keine Frage. Der Bauernhof wird groß genug. Nur weil ich da, also, der geht da definitiv weiter als bis zu den... Als bisschen den Bäumen hier, da werde ich nochmal eine Runde roden müssen. Nicht jetzt, nicht heute. Das mache ich definitiv offscreen. Wenn ich dran denke, ich meine, das haben wir jetzt auch zusammen gerodet, als ich hier unterwegs war. Aber naja, man kann halt auch nicht an alles denken, ja. Na, jetzt sammeln wir mal auf, da ist ein einfachen, so ein einfach, ups, na, so ein einfaches Ding draus. So, mach den mal weg und dann setzen wir hier wieder ein paar Zweige mit Drunne. Also. Okay. So kann man es lassen. Ja, es ist. Es ist okay. Und dann brauchen wir den Kram. Oh. Ich habe keine Zäune mehr. Wunderbar. Ach ja, genau. Ich habe mich auch wieder um ein paar Pfeile gekümmert. Man sieht's. So, Grunz. Was wollte ich jetzt? Ich wollte ein paar Zäune hoppen. Und ein paar Trappen nochmal, genau. Dankeschön. So, ein paar Treppen. Von denen brauchen wir zum Glück nicht ganz so viele. So, ein paar Zäune bitte. Ey, komm. Ja, das war jetzt natürlich nicht die Welt, ich weiß. Das ist jetzt noch viel weniger. 1, 2, 3, 4. So, das reicht auch erstmal für einen Baum. Ja, eben, für einen Baum und mehr dann noch nicht. Okay, dann mache ich vielleicht mal gleich alle. So, zack. So, und na, dann mit den hier. So. Das sollte vorerst reichen. Okay. Die Allee der Totenbäume. Ja, wunderbar. Ja, ich bin echt gespannt, wie weit wir heute kommen. Also sowohl mit der Allee als auch allgemein. Was wir heute noch so schön das machen. Vielleicht kümmern wir uns heute auch wirklich bloß um die Allee, ich weiß noch nicht. Wenn da noch irgendwas anderes mit reingestreut wird, das wird dann wahrscheinlich eher spontan. Also Räume einrichten fällt ja jetzt vorerst weg. Weil wir schlicht ja keine Räume mehr haben, die wir einrichten können. Ich glaube, da kommt so ein schräger Baum dran. Ne, genau, weil wir aktuell keine Räume haben, die wir einrichten können. Der Dachboden kann ja noch nicht eingerichtet werden, weil, ja, das Dach ist noch nicht vollständig. Okay, könnte rein theoretisch schon. Aber
Ja, muss letztendlich noch nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt, was wir unterm Dach unterbringen sollen. Also, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann überlege ich mir selbst was. Wäre jetzt natürlich auch nicht so das Problem. Ich habe ja hin und wieder auch mal ein paar Ideen, habe ich mir sagen lassen. Ups. Ja, okay, meinetwegen. Dann machen wir es eben so. Da unten nochmal einen drauf. Und so. Okay, dann kommt da ein Ast hin. Der kann dann da so ein bisschen hochgehen und. Ja, vielleicht so. Nehmen wir den weg. Wie war das zum Thema Doppelspitze? Ja, ich weiß. Ich merke es auch. Egal, egal, egal. Ups, jetzt habe ich da natürlich die Zäune drauf vergessen. Das geht natürlich auch nicht. So. So. Dann setzen wir mal einen Run und zwar hier. Und den könnte man vielleicht in diese Richtung weitersetzen. Nehme ich den mal weg und den mal weg. Da kommt jetzt aber letztendlich der Ast schon drauf. Beziehungsweise das kleine, ups, ja, das kleine Geäst. Der kommt wieder weg. Na komm, Dankeschön. Vielleicht den nochmal da dran, genau. So. Den würde ich, glaube ich, da drauf klatschen. Ja, wobei, nee. Ist ein bisschen zu hoch. Dann wohl doch eher. Eher. Da unten. Nehmen wir den hier weg. Da kann man hier so ein bisschen rumasten. So. Und hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Na komm. Einmal dran da. Dankeschön. Ups, na, hoch da. Danke. Zack. Gut, Knut. Ja, ich denke mal, der ist soweit okay, aber ein Ast fehlt mir da letztendlich trotzdem noch. Ich würde nämlich ganz gerne nicht auf die Seite doch nochmal einen setzen, so ein ganz klein. So ein kleines Ästchen vielleicht so. Aus 20.000 Blöcken, ja, passt glaube ich dann ungefähr. Na, ja, tatsächlich würde ich ihn gar nicht weiterziehen. Das reicht schon aus. Ne, wobei, nee. Machen wir den noch ein bisschen weiter. Muss nicht sein, dass er so klein ist. So, zack. Apropos klein. Ich hatte euch doch vor etlichen Wochen, beziehungsweise so lange Wochen ist es auch noch nicht her, da waren wir auf jeden Fall noch mit der Festung beschäftigt. Hatte ich euch doch von meinen Walnüssen erzählt. Moment, Walnüsse? Ja, von meinen Walnüssen. Tja, also sie leben beide noch durchaus. Den einen muss ich jetzt wahrscheinlich ja bald umtopfen. Der ist echt verdammt groß schon geworden. Der Walnuss. Ja, und die andere Walnuss, die. Ja, die braucht wohl noch ein bisschen länger, bis sie ordnen. Also, sie ist letztendlich angewachsen, aber der fehlt die Nuss unten wirklich ungemein. Also, die ist dermaßen langsam. Ach komm, lass mich doch mal schlafen. Das ist echt schon lustig. Ja gut, lustig ist es auch nicht unbedingt, aber. Mir tut es ein bisschen leid um die Walnuss. Aber letztendlich kümmere ich mich natürlich trotzdem um beide gleichermaßen. Wenn ich dran denke, dann werde ich, dann werden die beiden mal, ein Bild auf dem Discord-Server kriegen. Mal sehen. Wie gesagt, davon muss ich immer dran denken. So. Okay. Also, ja gut, ich weiß auch, dass Walnüsse jetzt keine Zimmerpflanzen sind. Das ist mir auch durchaus bewusst. Okay, da lag noch was. Ich würde sie ganz gerne noch irgendwo richtig einpflanzen, draußen. Tja, nur hab ich hier in der Gegend keinen Platz. Also hätte ich rein theoretisch schon, aber das würde hier kaputt gemacht werden. Dafür bräuchte ich halt schon entweder ein eigenes Grundstück oder einen Garten oder sonst was, wo ich das Zeug daneben.
einpflanze. Ich hätte es sonst auch zu meinen Eltern gebracht, weil die da auch Platz hätten. Mehr als genug. Ja, nur wollen sie den Baum nicht unbedingt haben. Das ist ein bisschen schade. Beziehungsweise wollen sie beide nicht haben. Beide Bäume. Naja, gut, was soll man machen? Weitergucken. Ja, Bäume sind schon was Feines. Vor allem, wenn man sie wirklich hoch, na, so hochgezogen hat. Wenn man den Bäumen richtig lange beim Wachsen zugucken konnte und ach, das ist einfach also was Schönes. Ich muss gerade überlegen, beziehungsweise das muss ich nicht nur überlegen, ich weiß es ja allgemein nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Ab welcher Größe ist ein Baum ein Setzling? Oder ab welchem Alter kann man ja als Setzling bezeichnen? Also wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also interessieren wird es mich auf jeden Fall. Der größere von den beiden ist mit Sicherheit einer. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, und wenn nicht, dann wisst ihr es halt nicht. Das kann ich dann auch nicht ändern. Upsala. Egal, lassen wir so. Okay, das ist wieder ein etwas schmälerer Baum, aber das ist auch soweit okay. Muss ja nicht mal alles so riesig sein. Sprach er und dann wuchert er trotzdem noch komplett aus in die Einrichtung. Ja, genau, man kennt das ja schon. Also, dann hätte ich hier auch nochmal ganz gerne einen Ast dran. Vielleicht so in diese Richtung. So, dann würde ich den hier wieder wegnehmen. Dankeschön. Und den da unten kann ich gerne auch nochmal. Den da, richtig. Also, dann setzen wir auch noch ein bisschen Geäst drauf. Okay, und dann fehlt hier gleich eigentlich noch der letzte Ast. Wenn ich wirklich auf jeder Seite einen Ast dran setzen möchte. Aber ja, natürlich möchte ich das. So, und zwar gehe ich mit dem einfach gerade hoch. So, das passt schon. Machen wir es so draus. Genau. Und dann kann der da unten wieder weg. Dankeschön. Und dann auch wieder weg. Lecker. So, fertig ist das Bäumchen auch. Okay. Ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich hinlaufe, wenn ich mir die Bäume angucke. Ja, ist soweit in Ordnung. Passt vom Stil her auf jeden Fall zum Rest. Okay. Ja, ich würde sagen, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bäume noch. Vielleicht machen wir die 5 Bäume heute wirklich noch. Ich meine, bisher haben wir schon 1, 2, 3, 4 gesetzt. Ja, machen wir die 5 Bäume noch und dann kümmern wir uns vielleicht anschließend nochmal ums Dach oder so. Das Feld würde ich hier nämlich erst ansehen, wenn auch das Laub dran ist und vor allem, wenn wir da noch ein paar Bäume gefällt haben. Ja! Ah, die Fichten müssen nämlich dafür nochmal größtenteils weichen und das Loch hier muss nochmal gestopft werden. Ja, ich hätte bloß eine Platte drauflegen, das passt schon. So, aber erstmal kommst du weg. Dankeschön. So. Baum. Mir fehlt da irgendwie ein Erdblock, wisst ihr das? Habe ich irgendwo einen Erdblock, den ich mitnehmen kann? Den zum Bleistift. Das irritiert mich aber komplett hier. Andererseits, ich hätte ihn noch da lassen können, da können wir auch einfach eine Treppe ransetzen. Also. Ja. Hatte ich nicht gesagt, dass ich irgendwo einen Baum rüberwachsen lassen wollte? Hatte ich nicht gesagt, dass ich der hier sein soll? Ah, ich weiß es nicht mehr. Egal, egal. Dann geht das einfach rüber, Punkt. Da ist ja ein bisschen erhöht zum Weg, das heißt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
So. Ja, das wird ein Baum, der etwas seltsam gewachsen ist. Und so extrem doll rüberhängen wird er jetzt auch nicht. Man sieht's ja schon. Der ist allgemein sehr schräg, genau. Und dann geht's ja nochmal rüber. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Hopp. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, gefallen tut es mir jetzt. Also so, die Grundform ist okay. Ja, auch wenn er jetzt wirklich nur sehr leicht schräg ist. Ups. Ich glaube, einen richtig schlimm schrägen Baum müssen wir wirklich nochmal bauen. Naja, du bist mein Bergscharf, ne? So, okay, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit den Ästen hier. Wobei, wir können ja eigentlich auf diesen Klotz hier jedes Mal einen Ast draufsetzen, das ist eigentlich gar kein Problem. So. Was aber natürlich ein Problem ist, wenn ich keine Zäune mehr habe. Ja, das geht doch eigentlich von der Form her des Baums, oder? Dass er so ein bisschen schräg rauskommt. Ist doch okay. Wie gesagt, das ist leicht schräg. Und dann könnte es dieser hier vielleicht. Wobei, der könnte da natürlich. Der müsste dann in diese Richtung schräg machen. Wenn nur so gerade so schräg wird, dann wird er wahrscheinlich hier ein bisschen was verdecken. Dann würden wir uns ja im Kopf in den Laub stoßen. Wobei das eigentlich auch kein Problem wäre. Ja, wobei, es ist natürlich schon ein bisschen lästig dann mit der Zeit. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay, wir brauchen noch mehr Fichtenholzer, beziehungsweise ein paar Dinge. Ja, genau. Du mich auch. Ja, ach, mach die gleich alle. Und die kann ich auch mal zu Stöckern verarbeiten. Dankeschön. So, und dann ein paar davon und ein paar davon. Zack. Das sollte, denke ich mal, erstmal reichen. Ihr beschwert euch ja sonst immer, dass ich nur zu wenig habe, dass ich zu wenig Zeug herstelle. Jetzt denke ich mal nicht. Auch wenn es trotzdem noch zu wenig ist. Okay. Ja, sieht teilweise schon seltsam aus, wie die Bäume hier wachsen, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber ich mag's. Ich mag's trotzdem. Okay. Da ist sie. Wo fliegst du denn hin? Da sind weit und breit keine Blumen. Wo willst du hin, Mensch? Dir ist hoffentlich klar, dass das. Ist egal. Ich will das jetzt nicht weiter hinterfragen. Sie wird schon wissen, was sie da tut. Vielleicht. Und wenn nicht, dann, ja. Weiß ich wohl nicht. Wo ist jetzt wieder der nächste Ast dran? Oh, ich würde vielleicht sagen, da. Richtig schön daran gesemmelt. Na. So, dann ist der hier ein Tempo. Und dieser hier auch. Dann gehen wir da nochmal ein bisschen hoch. Und machen das so. Genau. So. Ich hätte hier ganz gerne mal unten einen dran. Dankeschön. Und nochmal an die Seite. Perfekt. Dann haben wir die Seite, diese Seite. Dann fehlt diese Seite hier noch. Da würde ich den Ast, glaube ich, auch daran setzen wieder. Dann aber nur so. Das sollte eigentlich ausreichen. Okay. Da kann der Kram weg und der Kram kann auch weg. Und dann. Naja, gut, ist natürlich die Frage, wo setzen wir hier den Ast dran? Auch da an den Block. Oder vielleicht da oben dran? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wo passt es am besten? Also, ich sollte schon irgendwo einen hier hinkriegen. Ja, entweder da oder wirklich da oben. Tatsächlich würde ich sagen, hier an den. Okay. Aber bevor wir das angehen, erstmal eine Runde pennen. Ist doch schon wieder Nacht.
So, und was trinkt natürlich bei der Gelegenheit? Wunderbar. Okay, wie war das? Ich wollte den Ast genau daran pflanzen. Dann einmal, komm. Ran da. So und so. Und vielleicht so. Ja, wird wieder ein kleiner Ast. Das passt schon. Dann geht das vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Und so. Und so. Okay. Dann steht der Baum jetzt eigentlich auch so weit. Ja, ist in Ordnung. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall aber wieder mehr Treppen, wenn wir da jetzt wirklich den ganz schrägen Baum hinpflanzen wollen. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, ich Trottel. Naja, man kann halt nicht an alles denken. So, ein paar mehr Treppen bitte. So, aber nicht so viele, nur ein paar. Sprach er und baute gleich 100.000 Stück. Ja, die Schilder muss ich dann auch nochmal irgendwann woanders hinsetzen. Tja, so ist das. Ja, stellt sich mir natürlich die Frage, wird das jetzt wirklich dieser Baum, der so schräg wird? Oder vielleicht auch eher dieser hier? Ich weiß es echt nicht. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden, also schlimm. Das ist nur ein Baum, verdammt. Na, ich habe auch noch genug Eiche dabei. Naja, war das jetzt dieser hier? Ach komm, vielleicht. Ja, nee, doch, ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah. Ich will es halt auch nicht komplett übertreiben mit der Schräge hier. Also. Ich weiß, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht wieder genauso schräg wird wie der andere. Arbeiten wir schon dran, keine Angst. Man sieht's. Andererseits kann ich dann hier auch nicht ordentlich Äste dran setzen, ne? Ne, komm, das gefällt mir nicht. So zumindest noch nicht. So. Und dann gehen wir so ein bisschen. Na komm, so ein bisschen weiter. Ach Mann, dass ich einfach nicht in der Lage bin, Treppen zu setzen. Das ist echt traurig. Geht das? Geht das so nicht? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl nicht los, dass wir hier nochmal eine Treppe ransetzen müssen. So. Ja, da muss auch noch eine Treppe ran. Zack. Naja, er wäre jetzt schon etwas schräger gewachsen, ne? Durchaus. Tatsächlich gefällt mir das auch schon fast. Ich weiß nur nicht, ob ich mit dem Baum jetzt noch weiter rübergehen will oder ob der so bleiben soll. Könnt ihr mir das vielleicht sagen, ihr Schäfchen? Soll der Baum noch weiter hier rüber wachsen? Okay, das sehe ich ein. Kann ich mit leben? Die Schafe haben gesagt, ja. Ein, zwei Blöcke sollte noch weiter rüber gehen. Okay, kann ich mitarbeiten. Dankeschön. Dann wird den nochmal weg. Dann kommt dieser hier auch nochmal weg. Machen wir es auch mal so. Und so. Und so. Na komm, hoch da.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein hoch. Noch ein hoch bitte, Dankeschön. Und dann können wir ja noch ein bisschen die Spitze dran setzen von dem Baum. So, die natürlich dann aber auch ein bisschen weiter in diese Richtung gehen sollte, vielleicht. Na, wobei, ist ja nicht auch egal. So, setzen wir da nochmal einen dran und hier vielleicht auch nochmal einen. Hopp. Ja, der Baum neigt sich schon hier in diese Richtung, ich weiß. Aber das ist okay. No Baumshaming. Habe ich schon mal gesagt. Ja, gut, die können wir mal wieder auch da lassen, den Rest. Ist okay. Dann würde ich sagen, dass wir hier vielleicht auch mal ein kleines Ästchen dran setzen. Okay, upsala, das war der falsche. Ich hätte eigentlich den da austauschen müssen. Dankeschön. Dann kommt der hier nochmal weg. So, und der drunter auch nochmal. Und Dankeschön. Und dann wird hier auch nochmal ein kleiner Ast dran gepflanzt. Zack und zack. Ja, ist doch gut. Es wird, es wird. Ja. Mache ich jetzt da den nächsten Ast oder eher da? Ich würde sagen hier. Das gönne ich mir. Komm, komm mal her. Dann kommt hier der nächste Ast dran. Genau hier. Den ziehen wir dann auch ein bisschen weiter nach vorne. Machen wir vielleicht so. Dann wird den dann wieder weg. Und den, weil wegen temporär, ihr wisst ja schon. So. Kann man vielleicht so lassen. Muss ja hier, ich sehe natürlich vorne nochmal angucken, das ist ja, ist ja klar. Ja, es ist in Ordnung. Ich bin gerade am ernsthaft am Überlegen, ob ich hier einfach nochmal einen rausziehe. An der Stelle. Ja, wisst ihr was? Wir machen das einfach so. Geht dann hier nochmal einer zurück. Da kann der weg und der weg. Ja, und fertig ist das Stückchen auch. Das ist doch fein. Ob es jetzt wirklich so fein ist, das werden wir gleich sehen. Ich weiß, dass hier auf dieser Seite rein theoretisch der dicke Ast fehlt, aber den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Also, ich weiß, dass diese Stelle da so ein bisschen luftig wirkt. Ja, dann sollten wir da vielleicht auch na, doch was Kleines noch mit draufsetzen. Muss nicht groß sein, aber nur was. Was klitze. Klitzekleines. So, das sollte schon rausreichen. Okay. Upsala. Ich wollte den temporären Block doch nochmal mitnehmen, Mensch. Na, hoch da. Dieser hier. Genau. Und das mal von unten angucken. Es ist so okay. Ja, wunderbar. Also tatsächlich, ich muss echt sagen, dass mir dieser Baum hier von der Form hier sogar noch mit am besten gefällt. Tatsächlich. Also. Ach. Ja, da denkt man sich nichts Böses, unterhält sich hier und dann fällt der Baum auf den Kopf. Genau, wunderbar. Auf Gott stehe ich doch. So, drei Bäumchen noch. Dann sind wir mit der Seite durch. Drei Bäumchen noch und dann sind wir mit der Allee für heute. Durch, ja. Wäre ja natürlich ganz cool, wenn das Feld dann auch so weit fertig wäre, dass man das nochmal abernten könnte, aber das werde ich dann wohl offscreen wieder machen müssen. Na, egal, das passt schon. Denke ich fürs nächste Mal auf der genug Stroh. Letztendlich brauchen wir sowieso mehr als genug.
Stroh einerseits für das Dach hier, andererseits dann eben für den Hofladen selbst auch. Der Hofladen kriegt vielleicht auch wieder so eine Stroh- und Holzkombination wie das Haus hier letztendlich auch schon. Ich meine, das hat hier auch so ein kleines hölzernes Vordach gekriegt. Beim Hofladen wird es wahrscheinlich ähnlich. Das muss ich mal gucken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe, was den Hofladen betrifft, jetzt sowieso noch kein ganz genaues Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Fundament kriegen soll. Ah, der Hofladen. Ja, wobei. Ja, vielleicht schon. Wie gesagt, so eine richtig schöne L-Form. Da kommt vielleicht auf diese Seite, also zum Feld hin der Eingang. Das wäre dann letztendlich die kürzere Seite von dem L. Und direkt daneben, also hier zum Platz hingerichtet, da gibt es ja so einen kleinen Marktstand vielleicht, den wir uns hier ansetzen können. Ich meine, in den Hofladen selbst, wo man dann natürlich auch reingehen können, um da ein bisschen was zu holen. Das ist ja kein Problem. Das wäre dann einfach bloß so ein kleiner Außenbereich. Man kann natürlich auch überlegen, ob das Gebäude selbst auf der einen Seite ja offen ist, sage ich jetzt mal, beziehungsweise so halb offen ist. Dass quasi die Verkaufstheke in die Wand eingearbeitet ist. Kann man machen, ja, aber nee. Das würde ich vielleicht bei einer anderen Art von Stadt machen. Also in der Wüste zum Beispiel würde ich das vielleicht eher handhaben als hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass das wieder so ein kleiner normaler Baum wird. Ja, normaler Baum. Das war jetzt eigentlich auch ein normaler Baum, aber ihr wisst, was ich meine. In diese Richtung wird er ein bisschen geneigt. Ja, ihr merkt schon, ich mag die Neigung tatsächlich so ein bisschen. Und in diese Richtung vielleicht auch nochmal. Gut, dann wird den nochmal weg. Zack. So. Und hoch mit dir. Du Baumgetier. Ja, wenn er noch einen höher, passt schon. So, noch mal eine drauf, Dankeschön. So und vielleicht so. Gut. Machen wir da vielleicht einen Ast dran. Aber nur ein klein, das finde ich fein, das ist ganz gut. So. Dann würde ich hier ganz gerne da unten nochmal hinflatschen. Ja, der kann meinetwegen. So. Sein. Ach, ich sehe gerade, wir müssen auch wieder uns um ein paar Zäune kümmern. Die gehen langsam wieder zur Neige. Die reichen nicht mal mehr für diesen Baum. Och nö. Was soll denn das? Okay. Der Ast hängt. Na, kommt da vielleicht noch mal einer ran. Und. Ja, wisst ihr was? Kommt da direkt zwei dran. Ja, warum nicht? Gut, aber dann müssen wir uns das erstmal um ein paar Zäune kümmern. Oder haben wir noch. Ach, wir haben doch noch welche hier. Oh, ich wollte schon sagen, ich habe doch vorhin zu viele gebastelt. Oder nicht zu viele, sondern eher so viele. Ihr seht ja, die reichen jetzt nicht mal für. Naja, gut. Doch. Für die. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Für diese Seite der Allee sollte das auf jeden Fall ausreichen. So. Okay, was für ein Ast kommt jetzt hier dran? Der wird so ein einfaches Ding vielleicht, ne? Können natürlich auch sagen, dass wir den Ast so ein bisschen splitten. Gehen wir da hoch und da hoch. Wobei dann vielleicht eher so in diese Richtung. Da kommt der weg. Wobei, upsala. Mach den da nochmal ran. Ich denke mal, dass ich den eher in diese Richtung splitten würde, ganz gerne. So. Ja, warum vielleicht auch nicht?
Experimentieren beim Baum, Bau, genau. Es ist ein Baum. Die wachsen sowieso, wie sie wollen, beziehungsweise die wachsen eigentlich eher mehr zum Licht hin, ne? Wie die meisten anderen Pflanzen ja auch. Okay, ist soweit okay, ja, ist okay. und tatsächlich überlege ich, ob wir den Ast dann vielleicht doch eher hier unten ansetzen. Muss jetzt auch kein großer sein, dann kommt der da wieder weg. So. Gehe vielleicht auch einen höher. Und pflanze so ein bisschen Geäst hier dran. Nochmal Lucky Lucky machen, was den Baum betrifft. Ich denke mal, es ist in Ordnung. Ja, es ist okay. Ja, mein Lieblingsbaum ist trotzdem dieser hier. Aktuell zumindest. Kann sich natürlich noch ändern. Vor allem, wenn da erstmal Laub drauf ist. Aber naja. Gut, dann einmal dich nochmal und dann dich und dann ist die. Tatsächlich kann man auch schon überlegen, ob wir die Folge dann beenden. Ja, ein bisschen Dach will ich noch trotzdem nochmal machen. Ist mir schon mal aufgefallen, dass wir bisher noch keinen komplett kerzengeraden Baum gesetzt haben. Ja, ich weiß. Und das werden wir auch so beibehalten. Es wird keinen kerzengeraden Baum geben. Die werden alle auf irgendeine Art krumm. Und wenn nicht bloß so eine Wölbung drin ist. Oder Biegung, wie auch immer. Die ersten Bäume haben ja, glaube ich, auch bloß eine gehabt. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, was wir unbedingt haben müssen, aber es ist, glaube ich, schon ganz schön, wenn da daneben nicht ganz so gerade ist. Nee, da drunter kann ich gerne. Da drin, genau. So, machen wir wieder so ein bisschen schräg. Dann kann der wieder weg und der da unten auch. Okay, dann hätten wir diese Seite mit dem Ast. Dann vielleicht da nochmal einen dran. Dann würde ich den aber ganz gerne wieder so pflanzen. Und dann vielleicht hier rüber gehen, dann kann der auch mal weg. So. Da oben da vielleicht nochmal dran. Dankeschön und hier. Sehr gut, dann hatten wir diese Seite und. Ja, wo setzen wir den Ast jetzt dran? Vielleicht daran? Oh, nee. Nicht auf dem Boden. Die richtige Höhe. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde ihn ja da ansetzen. Komm wieder runter. Rund. Ey, du bist echt gemein. Jetzt muss ich mich da extra noch hochstecken, um dich wieder mitzunehmen. Ja, schlimm. Komm mal mit. Dankeschön. So. Den kann man ein bisschen höher ziehen. Da kommt der weg. Und der weg. Dann kommt da ein bisschen Geäst dran. So. Sehr schön. Moment, fehlt das nicht eigentlich noch irgendwo ein? Ja, genau, hier auf dieser Seite fehlt noch der Ast. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder ein paar neue Zäune. Okay, und was zu essen. Und das Bett ruft den Opa halt wieder. Ach, Mann. Naja. Es ist halt, wie es ist. Ja, aber ist doch schön. Wir haben heute auf jeden Fall ordentlich was geschafft. Ich meine, ihr merkt ja, wie lange das dauern kann. Mit den Bäumen hier. Die mit Laub zu bestücken, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen abenteuerlich. Man wird sehen. Naja. Oh, dieser Baum! Oh, Hilfe. So, ich brauche mehr Stöcke, danke.
Und dann müssen die Stöcke dahin und der Kram muss daran. Sehr gut. Und er muss das Bett mit. Nee, die reichen. Ich glaube, es sind noch zwei Bäume, die wir da hinsetzen müssen, oder war das einer? Egal, also selbst wenn zwei sind, reichen die 30 Stück auf jeden Fall mehr aus, mehr als aus. Und mein guter alter Lieblingsbaum. Hey. Ist ja wirklich nur der eine hier. Ja, wunderbar. So. Da könnte man sich überlegen, ob da vielleicht auch wieder so einen doppelten Knick rein... Ach nee, genau. Hier fehlt ja auch noch der Ast dran. Da war ja was. So, also nochmal Zaun runter. Dankeschön. Dann kann der Kram da auch nochmal weg, weil wegen temporär und so, ihr wisst. Und dann würde ich das Geäst vielleicht sogar daran setzen. Zack. Und da auch nochmal einen dran. Wenn ich das von hier aus machen kann. Nee, darf ich nicht. Okay, das ist ein bisschen schade. Dann vielleicht von hier aus. Ich sehe nichts mehr. Dann macht die Glotzen auf. Ja, oder geh einfach eine Runde schlafen. Kann auch helfen. Wo ist das Bett? Da. So, hopp in die Haie. Was trinken. Wunderbar. Haben wir alles hier jetzt an Material? Alles in der Tasche? Ja, das ist gut. Ja, der Baum ist okay. Das ist jetzt ein ganz einfacher Standardbaum halt, ne? Nichts Besonderes. So wie der. Wie kann man sich bitte an einen Baum so aufgeilen? Das ist doch schlimm. Ach ja, okay. Also wieder hoch mit dir. Okay, es passt trotzdem noch. Gerade so. Veranda und hier und da vielleicht noch mal einen ran und da noch mal so ein bisschen, zack. Okay. Und dann dürfen die ersten dicken Äste wieder hier dran und zwar vielleicht einer da hin. Den würde ich ein bisschen rumbiegen. Ein bisschen schräg wachsen lassen, genau. Vielleicht auch ein bisschen schräger. So, gehen wir in die Richtung. Und dann... Ja, vielleicht wirklich so ein bisschen hier Geäst dran. Und da nochmal. Okay. Ja, das wäre dann der erste Ast. Und der zweite sollte voll... Ne, nicht da. Vielleicht eher da. Dann wären wir ein bisschen zu tief tatsächlich. Kommen wir wieder raus. Dankeschön. Ja, genau. Die beiden werden sich auf jeden Fall auch wieder verbinden, was das Laub betrifft. Aber ich hatte ja schon, ich glaube in der vergangenen Folge mal gesagt, oder vielleicht sogar auch in dieser hier, ich weiß es gar nicht mehr, dass das ja sowieso gang und gäbe ist und gar nicht so unwahrscheinlich. Und dass wir dann teilweise eben auch wirklich, ja, egal. Die verbinden sich einfach, da hat man so richtig schönes Blätterdach. Okay, die beiden hätten wir jetzt soweit fertig, das ist gut. Dann würde ich den vielleicht daran setzen. Ja. Den, mit dem will ich aber in die Richtung ein bisschen. Ernsthaft jetzt? Bin ich echt. Oh Mann! Die Unfähigkeit lässt wieder grüßen. Wen nehme ich denn davon jetzt mit? Den da. Du darfst weichen und du da auch. Genau, du da. Dankeschön. So, jetzt würde ich ganz gerne wieder hochgehen. Danke. Das wäre hin und wieder mal etwas hilfreich. Naja, muss man jetzt echt aufpassen, wo man die Grüßblöcke hinsetzt. Man will ja die, den Pfad nicht kaputt hauen. Okay. So geht's. So, dann hätten wir jetzt da. Oh ja, und wie das doch zusammenwächst. Diese ganze Seite sogar. Ja, ist auch okay.
Ja, das ist nicht so schlimm und ich muss mal gucken bei der Gelegenheit. Also der hier wird wahrscheinlich alleine stehen. Diese beiden hier werden vielleicht zusammenwachsen, vielleicht nicht. Die beiden werden mit Sicherheit zusammenwachsen. Ja, bei denen ist auch die Frage. Hier sehe ich gerade, dass ich da ein bisschen geäst vergessen habe. Ja gut, dass wir nochmal rumgehen. Warum habe ich das geäst vergessen? So, da nochmal einen dran. Genau, also die beiden werden definitiv auch zusammenwachsen, genauso wie diese hier. Und bei denen hier vielleicht, vielleicht auch nicht. Und die beiden hier sehr wahrscheinlich nicht. Naja, man wird ja mal sehen. Ist auf jeden Fall echt schön. Inwieweit die dann hier über der über dem Weg zusammenwachsen, ist natürlich die Frage. Teilweise werden sie es vielleicht, aber ich glaube, der Regelfall wird es jetzt nicht. Ne, sieht nicht so aus. Okay, hier haben wir jetzt drei Äste schon mal. Fehlt noch einer. Und den würde ich dahin pflanzen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Platz dafür. Mhm. So. Und mit dem können wir jetzt einfach wirklich nur geradeaus hochgehen. Der braucht keinen Knick oder sowas. Zumal sich die beiden Äste auch schon in diese Richtung hier neigen. Das geht also schon. Okay. Dann hätte ich ganz gerne hier nochmal einen dran. Dankeschön. Und vielleicht so. Das ist so in Ordnung. Nee, hier in diese Richtung fehlt noch was. Und wenn es nur einer ist. Bitte schön, ein. Nee! Nicht da oben, ich hätte den ganz gerne weiter runter gehabt. Genau da. Dankeschön. Ist das so in Ordnung? Ja. Ja, kann man so lassen. Okay. Oh. Was für eine Erleichterung. Die ersten Bäume oder die erste Seite ist fertig. Jetzt, auch wenn es nur die kleinere Seite gewesen ist. Jetzt fehlen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Bäume. Ja, ich würde sagen, davon werden beim nächsten Mal vielleicht nochmal fünf oder sechs gemacht und dann mal gucken. Aber ist doch schön. Ja, es ist wirklich sehr gut. Wir haben heute gute Fortschritte gemacht, was das betrifft. Ja, komm, räum den Kram einmal komplett weg. Und dann wäre es, glaube ich, schon nicht sinnvoll, wenn wir noch eine kleine Abwechslung hier haben. So, auch wenn die Folge, auch wenn wir die Folge eigentlich schon beenden könnten. Von der Zeit her. Na, egal. Wird ja noch ein bisschen länger. So. Den Kram auch nochmal. Dankeschön. So. Okay. Ja, komm. Dann kriegt ihr eben das Getreide hier, bitteschön. So, macht was draus. Ist sowieso Ewigkeiten her, dass ich euch das letzte Mal gefüttert habe. Ja, okay. Fein. Dann gehen wir jetzt aufs Dach. Das macht mal Spaß jetzt. Ja. Ich meine, dass das wirklich anstrengend oder schlimm gewesen ist, haben wir ja soweit abgehakt. Das ist ja hier die Überhänge und sowas gewesen. Das heißt, dass das weitere jetzt eigentlich nur das Standarddach ist, mit den Unebenheiten dann am Ende nochmal drin, wenn wir da heute überhaupt hinkommen. Ich glaube aber, dass der aktuelle Strohvorrat dafür nicht ausreicht. Nee. Nee, ich denke nicht. Egal. Aber wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen was schaffen. Das ist richtig.
So. Ich meine letztendlich, ich bin doch alle froh, wenn ich dachte, fertig ist, oder? Huch. Okay. Ach, fein. Der wird dann wieder so gesetzt, genau. Upsala. Noch nicht, erst später, danke. Ich habe gesagt, erst später. Da kommt gleich so einer hin. Obwohl das eigentlich gar keine Rolle spielt. Weil man den am Ende so nicht sehen kann. Mann, was soll das denn hier ständig? Mann. Dass man sich wieder aufregen muss, ne? Jedes Mal dasselbe. Tja. Ich würde sagen, daneben. Ja, kann sein, dass ich immer eine gespannte Armbrust hatte. Als ich das letzte Mal da in der Nähe war. Ja, weiß ja schon. So. Ach nee, Moment. Das wollte ich ja mit den Dingern anders handhaben. Da war ja was. Das sollte ja so gemacht werden. So gemacht werden. Und dann wieder so gemacht werden. Und dann jetzt so gemacht werden. Da war ja was, genau. Ach, ist das schön. So. Ja, genau. Ja gut, der hier kann natürlich wieder eingedreht werden. Bei dem ist nicht so wichtig, kann so sein. Okay. Huch. Du bist falsch rum. Ach man, ich weiß, dass ich schlafen muss, aber ich habe jetzt gerade echt keine Lust. Ich bin gerade so schön beim Dach dabei. Das ist schon ein bisschen ganz dezent nervig gerade. Ich will das jetzt nicht. Ja, vielleicht an die müsste ich ja trotzdem tun. Ach, wo ist denn das Bett jetzt schon wieder? Ach ja, hinten auch noch. Oh Mann, oh, so weit weg. Schafe, vertreibt ihm bitte die Viecher. Ich habe Angst. Ich hoffe, ihr seid laut genug. Ja gut, andererseits sind hier jetzt auch noch die Fackeln, also... Wenn es die falsche Seite ist. So, hopp in die Haie. Gut, Bettchen mitnehmen. Und jetzt Monster jagen. Wenn es welche gibt. Hey, da hinten brennt was. Mein Feld ab. Hey. Und da stehen auch noch explosive Viecher in meinem Feld drin. Das ist natürlich auch nicht so geil, aber die können ja wunderbar da rausschießen. Moment. Hat der gerade ein Feld kaputt gehauen? Ich hasse die Viecher. Wie ich es einfach hasse. Wir brauchen mal eben eine Hacke. Komm, Skelett, geh weg. Ach, auch noch Feldausbesserung hier. Schlimm. Na naja, gut, ich bin aber auch selbst schuld. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Moment, die Sachen sind alle hier. Wir haben oben ja keine Kiste mehr. Die Werkzeugkiste war diese hier. Nee, diese hier. Aha. Da haben wir die Hacke. Das ist ganz gut. Den Kram brauchen wir dafür auch. So. Da ist das Loch. So. Da ist auch nochmal irgendwo ein Creeper rumgetingelt. Irgendwo. Egal. Ist ja fein. Dann machen wir uns mal wieder an das andere Ding. Wobei, wir haben dort wieder ein bisschen Getreide. Hatten wir nicht... wo habe ich denn das...
Wo habe ich denn hingelegt? Das ist doch nicht komplett aufgegangen. Wir hatten doch noch was übrig. Vom Getreide her. Oder nicht? Ist nicht irgendwo was übrig geblieben? Wo habe ich das denn hingelegt? Hier ist keins. Hier ist keins. Da nicht. Da auch nicht. Hä? Mir war so, als hätten wir 8 übrig gehabt. Egal. Egal. Wer weiß, was da wieder in meinem Kopf rumgeistert. Welche Hirngespinste. So, fein. Sehr gut. Ja gut, das können wir natürlich wieder nicht hoch. Ein bisschen Gerüstblöcke, bitte. Wobei, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können auch gleich direkt mit dem Holzzeug hier reingehen. Dann notfalls. Schon mal ein bisschen Unebenheiten hier reinsammeln. Auch wenn ich jetzt aktuell eigentlich eher einen anderen Zweck erfüllen sollen. Und zwar, dass wir hier hochkommen, genau. Das ist doch fein. So. Okay. Sehr gut. Bio ist mir eigentlich auf der anderen Seite gegangen. Also ich frage für einen Freund. Okay, davon abgesehen, wir werden da jetzt sowieso nicht so hochkommen. Heute zumindest nicht. Wir haben jetzt nur 14 Stück. Gut, dann brauche ich mir darüber jetzt eigentlich auch noch keine Gedanken machen. Okay. Aber wir haben wieder ein gutes Stückchen Dach geschafft. Dann fehlen hier wahrscheinlich noch 2 Blöcke drauf, oder? Ich gucke mal eben fix. Ja, genau. Fehlen hier noch 2 Reihen drauf, plus dann die Unebenheiten drin. Na, vielleicht haben wir Glück und haben beim nächsten Mal ausreichend Stroh, ich weiß es nicht. Egal, aber wir haben heute auf jeden Fall sehr gute Fortschritte gemacht. Sowohl was das Dach hier betrifft, als auch die Bäume, beziehungsweise die Allee. Sehr gut. Ja, schön. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe auch, dass euch die Bäume soweit gefallen, auch wenn wir heute jetzt nicht viel gemacht haben. Das war halt einmal sehr viel Baumzeug. Ihr könnt mich sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr aktuell einen Lieblingsbaum habt. Von der Grundform her. Ich meine, so viele Bäume sind es natürlich noch nicht und Laub ist auch noch nicht dran. Wenn sie Laub dran haben, dann sehen sie natürlich noch wieder ein bisschen anders aus, aber so eine gewisse Grundform haben sie letztendlich schon. Welcher jetzt mein Favorit ist, das habe ich, denke ich mal, mehr als deutlich durchblicken lassen. Oh, ich muss mich da nochmal drunter stellen. Ich liebe diesen Baum, ich weiß nicht warum. Ach, der ist einfach so toll. Okay, ja, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe euch, wie gesagt, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, ja genau, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.